habe ich mich vom 1-Euro-Polizist zum 1-Million-Euro-Polizist hochgearbeitet. Dabei hatte ich auf jeden Fall super spannende Aufträge. Ich musste für Ordnung sorgen. Das gibt eine Anzeige. Ich musste ein paar Leute verhaften. Und ich musste einen ganz bestimmten Verbrecher finden. Habe ich es geschafft, der beste Polizist der Welt zu werden? Naja, also ich glaube schon. Also schaut das Video auf jeden Fall bis zum Ende. Lasst ein Like und ein Abo da. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Startet mein Tag als Polizist in Brookhaven. Ihr seht auf jeden Fall, ich bin noch ein Nur-Polizist. Aber nicht mehr lange, Leute. Ich werde mich heute vom 1-Euro-Polizist zum 1-Million-Euro-Polizist hocharbeiten. Aber dafür müssen wir auf jeden Fall ein paar Sachen erledigen. Und die erste Mission, die wir haben, ist es, dass wir einen Verbrecher festnehmen müssen. Und zwar ganz genau einen bestimmten Verbrecher. Den Bacon-Verbrecher! Also ja, wenn wir ihn festgenommen haben, dann erreichen wir auf jeden Fall die nächste Stufe. Ja, Leute, ich darf mir jetzt aussuchen, welches Fahrzeug ich nehme. Nehme ich dieses super coole Motorrad oder ein Polizeilamborghini? Also Leute, als Noob-Polizist entscheide ich mich für... Ein Fahrrad? Oh, komm schon, Leute. Als Noob-Polizist darf ich nur Fahrrad fahren. Erst wenn ich der Pro-Polizist bin, dann darf ich diese coole Polizeiautos fahren. Also ja, dann wollen wir mal abchecken, was... Was geht denn hier ab? Hä? Moment mal, was macht denn dieser Papagei hier auf der Straße? Was, Bruder? Was soll ich sagen, Bruder? Okay. Aber was machst du denn hier auf der Straße? Na, hör mal, die blockiert hier einfach die ganze Straße mit dem Auto. Das gibt eine Anzeige. Das geht natürlich gar nicht. So, einmal mitkommen, bitte. Und wegfahren. So, die Straße ist wieder frei. Sag mal, was sucht hier eigentlich ein Pferd auf der Straße? Hallöchen, Pferd. Führerschein und Ausweis, bitte. Hau ab oder ich deabonniere Lami. Ja, okay, ist ja gut. Naja, Leute, wir dürfen immer noch nicht vergessen, wir müssen eine Person hier festnehmen. Und zwar diesen Bacon hier. Also ja, wir schauen einfach mal die ganzen Häuser hier an. Finden wir irgendwo ein Haus von einem Bacon? Nee, ich glaube nicht. Dieser Bacon hat sich besser versteckt als gedacht. Was steht denn da hinten? Hello, my name is Claudio. Ist vielleicht der Bacon Claudio? Oder ist der Bacon vielleicht hier in diesem Auto drin? Ich stehen geblieben. Nee, das ist auch nicht der Bacon. Ach, komm schon, Leute. Ich muss den Bacon endlich festnehmen. Okay, gehen wir einfach mal hier rein. Hallo? Oh, ein Schmetterling. She was a fairy. Oh Mann, Leute, ich werde niemals zum 1-Million-Euro-Polizist, wenn ich den Bacon nicht fange. Sag mal, hast du vielleicht den Bacon gesehen? Was, Bruder? Oh, keiner kann mir helfen. Oh, da vorne ist doch jemand. Oh, hallo, einmal bitte aussteigen. Aha, ist das hier etwa der Bacon? Hat der Bacon sich getarnt oder was? Leute, wenn wir hier die Namensliste anschauen, dann sehe ich hier zwei Bacons. Einmal ihn hier und einmal ihn hier. Also ja... Der hier gerade im Grab liegt, das ist nicht der Bacon, den wir suchen. Aber Moment mal. Ey, was ist denn da? Moment mal, der ist mit dem Auto hier reingefahren? Das Mädchen kenne ich doch. Na, hör mal, du kommst jetzt ins Gefängnis. Bleib stehen. Oh Mann, ey, was hat die gemacht? Nein, oder? Sie hat einfach... Oh mein Gott. Sie hat mein Motorrad verhaftet. Leute, wir merken uns. Das Mädchen müssen wir auch noch festnehmen, okay? Genau dich. Bleib stehen. Oh, ich bekomme dich noch. Na, einmal mitkommen, bitte. Warte mal. Moment, Moment, was macht sie da? Ich stehen geblieben. Ich kann mich nicht bewegen. Ich wurde einfach verhaftet. Von diesem Mädchen hier? Nee, jetzt bleibst du hier in der Zelle. So, okay, Leute, das Mädchen haben wir verhaftet. Und das heißt, wir haben uns zur nächsten Stufe hochgearbeitet. Also fahren wir jetzt nicht mehr mit dem Fahrrad herum, sondern mit diesem Polizeiauto, Sui. Versteckt sich vielleicht hier irgendwo der Bacon? Sag mal, was schreiben die da? Hey, Bibi, komm to Dubai. Nee, hier ist auch kein Bacon. Einen Moment mal. Hier ist eine Bacon-Frau. Und Bacon-Frauen haben eigentlich immer Bacon-Männer als Freund. Ich schreibe einfach mal Kontrolle. Und sie schreibt was? Leute, sie hat auf jeden Fall ein Kind am Start. Wenn wir das Kind einmal antippen... Oh, ihr seht den Namen. Das Kind heißt Zuo. Und er hat hier ein Bacon-Skin. Nein, ich wurde gebannt, Leute.
Aber wenn wir nochmal auf die Liste gucken, dann sehen wir, Zu ist der Bacon, den wir finden müssen. Oh, der Bacon hat sich einfach als Kind getarnt. Leute, mit dieser Information habe ich mich wieder weiter hochgearbeitet. Der Name von diesem Bacon lautet Zu. Und damit haben wir auch die nächste Stufe erreicht und jetzt fahren wir mit diesem coolen Motorrad hier rum. Aber Leute, wir haben ein kleines Problem. Und zwar wurde ich einfach aus dem Haus hier gebannt. Hey, kleiner Junge, ich weiß, dass du der Bacon bist. Aber Leute, jetzt beweise ich euch, dass ich wirklich der 1-Million-Euro-Polizist werden kann. Ihr seht ja hier, ich bin aus dem Haus gebannt, aber mit einem kleinen Trick entbanne ich mich einfach hier raus. Aber dafür müsst ihr erstmal dem Video einen Daumen nach oben geben. Jetzt mal wirklich, sonst funktioniert das nicht. Also Leute, simsalabim und... Tada, Leute, und da bin ich auch schon entbannt. Und jetzt kann ich hier endlich reingehen. Oh. Die Tür ist zu. Und der Bacon guckt mich hier einfach nur an, Mann. Oh, aber die Mutter, die will mich wieder bannen. Aber hier haben wir das Kind. Ich hab ihn. Ich schreibe einfach mal mitkommen. Naja, du hast sowieso keine andere Wahl. Wir müssen das Kind jetzt einmal zur Polizeistation bringen. Und dann finden wir die wahre Identität heraus. So, zack. Ich schreibe einfach mal, zeig deinen wahren Skin. Na los, ich weiß ganz genau, dass du dieser Bacon bist. Ich weiß, dass du es bist. Du bist verhaftet. Warte mal. Hä? Moment mal. Wer ist das hier? Das heißt... Es gibt zwei Bacons. Ich habe einfach den falschen Bacon erwischt. Oh Mann. Ich schreibe... Du bist der Falsche? Das heißt, hier irgendwo auf dem Server ist noch jemand verkleidet. Ich muss den wahren Verbrecher finden. Dieses Baby ist dieses Bacon hier. Aber wer ist dieser Bacon? Naja, Leute, wir haben jetzt auf jeden Fall eine Information mehr. Und damit habe ich mich wieder weiter hochgearbeitet. Moment mal, wen sehe ich denn da? Habt ihr das gesehen? Moment mal, wir müssen nochmal zurückspulen. Leute, das war Michael Myers mit einer Axt. Wo stehen geblieben? Wo bist du? Ist der Bacon vielleicht Michael Myers? Ich sag's euch, der Bacon hat sich verkleidet. Aber ich habe ihn jetzt verloren. Wo ist er? Oh Mann, wir müssen jetzt jeden Spieler kontrollieren. Alle antippen. Aber wir sehen, dieser Spieler heißt Nicole und... Nee, sie ist kein Bacon. Bist du vielleicht der Bacon? Nee, Moment mal. Das stimmt etwas nicht. Das Fahndungsfoto ist weg von dem Bacon. Moment mal. War das Kind vielleicht doch der echte Bacon? Hey, was machst du denn da? Ich kann dir nicht vertrauen. Ich muss das Kind erstmal einsperren hier. So, und solange ich den anderen nicht gefunden habe, bleibst du hier. Okay, Freunde, mit der nächsten Stufe haben wir auf jeden Fall eine Waffe verdient. Und wir haben endlich den Polizei-Lamborghini. Okay, wir checken nochmal diese Straße hier ab. Und aha, was sehe ich denn da? Ein Junge mit zwei Mädels in einem Zimmer? Hey, ich habe das alles gesehen hier. Ist der Junge vielleicht der Bacon? Das müssen wir jetzt herausfinden. Oh, ich wurde gebannt. Ich sag's euch, da stimmt etwas nicht. Ich glaube, der Bacon versteckt sich hier drinne. Okay, Leute, das heißt, wir müssen den Entbannungstrick wieder benutzen. Aber ich mach's nur, wenn ihr den Kanal jetzt abonniert. Na los, Leute, worauf wartet ihr? Ich gebe euch 3 Sekunden. 3, 2, 2,5. Ja, okay. Und... Na, seht ihr? Ich bin jetzt wieder entbannt, aber ich muss jetzt erstmal hier ins Haus kommen. Wir müssen herausfinden, ob da drinnen der Bacon steckt. Also Leute, Trick 17. So. Und jetzt langsam... Aha. Nein, ich wurde schon wieder gebannt. Moment. Wen sehe ich denn da? Da ist er. Michael Myers mit der Axt. Und das beim Kindergarten? Nee, das geht gar nicht. Ey, stehen geblieben. So, jetzt habe ich dich endlich. Leute, das ist er. Das ist der Bacon, den ich suche. Ich schreibe einfach mal Stopp. Endlich habe ich dich. Du musst mitkommen. So, Leute, ich verhafte ihn jetzt. Und jetzt stecken wir den Verbrecher endlich in die Zelle. Und damit habe ich meine Mission vollbracht. Der Bacon hat sich die ganze Zeit als Michael Myers verkleidet. So, Leute, einmal hier rein mit dem. Zack. Und verhaftet. Das ist die wahre Identität von dem Bacon. Leute, ich würde sagen, wir haben einen guten Job erledigt, oder? Und ab jetzt nennt ihr mich alle Chefpolizist. Oder sollte ich etwa sagen, den 1-Million-Euro-Polizist? Ich habe nämlich jetzt auch das schnellste Polizeifahrzeug freigeschaltet. Hey, stehen geblieben. Oh, mein Motorrad wurde geklaut. Hey, das ist meins. Ich habe so lange gearbeitet dafür. Stehen geblieben, mein Motorrad. Oh.
Oh, ich bin drauf. Ja, seht ihr, Leute, ich habe jetzt sogar einen eigenen Fahrer. Also ja, Leute, schreibt in die Kommentare, wie hat euch das Abenteuer von mir als Polizist gefallen? Und welchen Job soll ich das nächste Mal in Brookhaven machen? Vielleicht Taxifahrer oder auch Arzt? Das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Checkt noch den ersten Link in der Videobeschreibung ab für coolen, freshen Merch. Und jetzt könnt ihr links und rechts die letzten zwei Videos abchecken. Tschüss!